Bis jetzt hat sich die Siegestraße beharrlich geweigert, einfach mal zu Ende zu gehen, aber heute habe ich ein Gefühl, ja, im dritten Part Siegestraße sollten wir doch mal die Pokémon-Liga erreichen. Ich hoffe möglichst früh, dann haben wir noch möglichst viel von den vier Top-4-Mitgliedern. Es geht in die Höhle, und zwar surfen, das gibt's ja auch nicht alle Tage. Vielleicht ein Indiz dafür, dass es jetzt, ja, so langsam, das sieht gut aus, so von den Stufen und alles. Ich habe meinen Körper jahrelang auf der Siegesstraße gestellt. Was könntest du schon gegen mich ausrichten? Das zeige ich dir jetzt mal. Du kennst mich doch gar nicht. Immer diese Vorurteile, Veteran Bastian. Was soll das? Nicht Sebastian, nur Bastian. So wie Bastian Schweinsteiger. Der einzige Bastian, den ich kenne, der einfach nur Bastian geschrieben wird. Jetzt sagen viele von euch das auch, ja. Weil ihr nach Bastian Schweinsteiger benannt wurdet, ihr Zwölfjährigen. Die sogar im Bereich des Möglichen. Ja, der Tromborg, warte, der war doch bestimmt Pflanze, ne? Klar. Ich meine, es gibt diese Baum-Pokémon. Die mogeln gerne mal, nicht wahr? Aber Tromborg ist kein Mogelbaum. Das ist Typ Pflanze, so wie er aussieht. Ich habe immer oft für Typ Holz plädiert. Da gibt es ja vieles. Aber Typ Holz. Typ Holz habe ich vorgeschlagen schon zu zweiten, als mir nicht bewusst war, dass Mogelbaum absichtlich nicht der Typ ist, den er vorzugeben scheint. Also, auch schon, ich habe ja schon Pokémon Gold Silber verfolgt, bevor es in Deutschland rauskam und bevor die ganzen Pokémon deutsche Namen hatten und so. Brokkolos, eines der unbeweglichsten Pokémon ever, by the way. Sonst hätte man durch den Namen Mogelbaum auch ableiten können, dass der eigentlich auch dafür gut ist. So ein bisschen einen Baum vorzugeben. Ich habe mich dran aufgegeilt, er ist Typ Gestein. Und ich dachte mir so, er ist ja kein Gestein, er ist ja aus Holz. Mach doch ein Holztyp. Es waren auch Zeiten, wo Unlicht noch Typ Dark war. Und anschließend, ich komme heute noch nicht drüber hinweg, dass man das Unlicht nennt. Wer sagt denn Unlicht? Den Typ hätte man sonst wie nennen können. Schatten, Dunkelheit. Darkness. Ja, aber Unlicht, das ist so ein erfundenes Wort. Unlicht. Da kannst du Wasser auch nennen Unfeuer, oder? Du magst zwar die Jugend auf deiner Seite haben, doch ich habe meine ganze Erfahrung. Was wird sich am Ende wohl durchsetzen, Jugend oder Erfahrung? Finden wir es heraus. Ach, so alt bist du jetzt auch oder nicht? Spiel dich nicht auf. Okay, doch, du bist ein bisschen älter als zunächst vermutet. Ein Eis-Pokémon? Das ist ja treffend, das ist ja treffend. Lohe-Kanonade! Klingt ein bisschen wie ein Joghurt. Von Danone, Lohe-Kanonade. Nee, naja, nur von dem Wortklang höchstens. Gegen Relaxo werden wir auch ein bisschen kampfmäßig zuhauen, aber Relaxo kann halt einstecken, das ist immer der Punkt. Ich denke aber schon. Weiß nicht, ob noch ein dritter Veteran da kommt auf den letzten Metern. Aber dann sind wir durch. Wie ein Lorsch. Beginnen mit der Pokémon-Liga. Ey, das war gut. Ey, Pantacro, nette Arbeit. Nette Arbeit. Für dich spricht nicht nur deine Jugend. Du hast auch viel Erfahrung gesammelt. Ich hab beides, ne? Kannst du mal sehen. Okay, das ist vielleicht der letzte. Ich werde meiner langen Karriere einen würdigen Schlusspunkt setzen. Gib mir alles, was du hast. Das wird nicht würdig für dich. Naja, vielleicht auch schon. Es ist halt immer so, das ist wie die Arbeitnehmer. Die suchen immer, keine Ahnung, 20-jährige Leute mit 30 Jahren Berufserfahrung. Ja, das, was viele Arbeitnehmer suchen. Oh. Sagt man ja so ein bisschen. Larifari. Der hat auch Robustheit. Sehr offensichtlich, weil sonst hätte er das natürlich keinesfalls überlebt. Selbst zwei Panzer-Eron hintereinander, glaube ich. Obwohl, wir wollen mal nicht zu sehr übertreiben. Mit doppelt so viel KP. Ja, das denke ich mal schon gepackt. Ja, Lohe Kanonade, danach muss Phoenix es aussetzen. Das war nicht so gut, er konnte zweimal zuhauen. Simsala. Ich Depp, warum setze ich nicht Unlicht ein?
mache ich instant. Die Hektik, Freunde, die Nervosität. Aber, na gut, Pandako gleicht sich aus mit Psycho, ja, Kampf Unlicht. Der macht Spukball. Ja, denn Spezialverteidigung sinkt. Du musst gut zubeißen. Ah, ich weiß nicht so recht. Tja. Eigentlich meine Dummheit, ne? Elisard, du kannst vielleicht noch ein bisschen was so recht brutzeln, im wahrsten Sinne. Ja, so ein Donnerblitz ist schon eine feine Sache. Oh, auf jeden. Was war das bitte? Was war das bitte? Also Phoenixus, du kannst natürlich Simsala besiegen, aber da kommt noch ein Pokémon. Das wird ja ein bisschen lustig, glaube ich. Ich will es auch mal spannend machen. Was wird das letzte Pokémon? Level 66 zu erreichen ist jetzt auch nicht von Nachteil. Ach, Tara. Wir sind noch... Das ist dumm. Ja. Schwäche von Unlicht. Kampfkäferfee. Ich habe ein bisschen Bedenken, ob Nachtara noch irgendwelche anderen Sachen kann. Aber ich vertraue Florges jetzt einfach mal in der Situation. Zauberschein auch nicht die allerstärkste. Ah, Ruckzucki. Das können wir wegstecken jedenfalls. Ach, bitte. Gut. Da es nicht gerade Ruckzucki ist, ich mach direkt zuerst. Wird's ja lustig knapp, ne? Aber die haben viel gekämpft, die Pocket Monsters. Du hast mir alles gegeben und es war zu viel für mich. You cannot handle it, wa? Nicht, dass jetzt irgendein Rivale noch kommt, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ne? Supi, ich hab, was ich wollte. Die Carlos Pokémon Liga. Schön, dann werden wir uns super vorbereiten. Kaufen wir erstmal ein paar Items. Besteht da noch Bedarf? Naja, irgendwie werden wir unser Geld schon los. Aber eigentlich Hyperbälle? Ja, ausreichend. Top-Genesung 4, weil ich habe Top-Tränke 2. Hypertränke, da darf es mehr sein. Ich nehme auch Top-Genesung mit. Beleber haben wir bestimmt noch. Oh, ja gut, haben wir jetzt mehr als ausreichend. So, Hyperheiler vielleicht. 14 reicht. Top-Schutz, vielleicht nicht für die Pokémon-Liga, aber generell eine gute Sache. Und ich glaube, Fluchtseil haben wir dem letzten vermisst. 11 Stück, das reicht locker. Für den Rest des Abenteuers, ja. Was haben wir noch im Angebot? Ich möchte mal was anderes kontrollieren. Meine 6 Pocket Monsters. In Frage kommen Phoenixes. Und Wummer. Macht das auch Sinn? Bisschen. EP-Teiler aus, keine Frage. Aber die Sonderbonbons hebe ich mir das ganze Abenteuer auf für den einen Moment vor der Pokémon-Liga, dass sie da am meisten bringen. Nicht von Level 3 auf 4. Je höher der Level, desto besser. Wummer bekommt 2 Sonderbonbons. Und ich habe jetzt geguckt, wer
noch nicht so weit in seinem Level ist. Versteht ihr? Das quasi, wer war das? Florges steht sogar ziemlich kurz vor dem Level ab. Auf Level 68. Da macht es keinen Sinn, jetzt irgendwie 2 EP quasi zu schenken. Das ist meine Wo man versucht, Aurasphäre zu lernen. Das war doch, was war denn das? Kampf? War das so eine Lucario-Sache? Tief aus dem Inneren des Anwenders löst sich ein kraftvoller Stoß Aura-Energie, trifft in jedem Falle. Wumba ist zwar spezial, aber was will der mit Typ Kampf, ne? Das muss ich leider ablehnen. Die anderen Sachen sind mir wichtiger. So. Und auf Phoenixes steht... Ja, wird's am meisten bringen. Der bekommt auch einen Sonderbomber. Ansonsten möchte ich es dann doch ausgeglichen gestalten. Das heißt, Aerodactyl 66... Und Pandakro. Das war's dann. Und andere Sachen wie Kambau oder so wollen die auch schon gar nicht mehr haben. Dann haben wir nicht mehr viel zu verlieren, wa? Ich speichere einfach mal munter in die Runde. Klicke auch einmal zu viel. Und dann beginnen wir heute auch schon. Mindestens ein Top 4 Mitglied ist reif. Je nachdem, wie es läuft. Ich weiß auch gar nicht mehr. Schön. Sehr schön. Die Carlos-Pokémon-Liga war ja auch eine Kampfarena in Super Smash Bros. Wird sie auch in Super Smash Bros. Ultimate wieder sein? Die Top 4, die in der Pokémon-Liga auf dich warten, sind jeweils spezialisiert auf die Typen Feuer, Wasser, Stahl und Drache. Okay, du hast die Frage schon beantwortet. Feuer, Wasser, Stahl und Drache. Zwei so Standarddinger, Starter quasi, und dann zwei Specialige. Den Champ, ich weiß, der Champ hat diesmal auch Pokémon, die sich auf einen Typ spezialisieren, ist ja nicht immer so. In welcher Reihenfolge du sie herausforderst, bleibt dir überlassen. Du musst sie nur besiegen. Das ist ja seit der 5. Gen, seit ein also. Bist du bereit? Wenn du hier weitergehst, kommst du nicht mehr raus, bis du jeden der Top 4 und den Champ besiegt hast oder von einem von ihnen besiegt wurdest. I'm ready. Was zur... Was ist das? Krasse Bilder. So könnte man sich die Ruhmeshalle vorstellen, ne? So realistisch gesehen. Okay, hi. Du bist doch Let's Play Markus, der berühmte Trainer, über den ein jeder hier spricht, nicht wahr? Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin ein Mitglied der Top 4. Man nennt mich Pachira, die Meisterin der Feuer-Pokémon. In der Pokémon-Liga musst du dich erst uns, also den Top 4 und dann dem Champ stellen. Bevor dir die Ehre zuteil wird, den Champ herauszufordern, musst du uns 4 besiegen. Für jemanden, der praktisch im Alleingang gegen Ganoven von Team Flair das Handwerk gelegt hat, dürfte dies zwar kein Ding der Unmöglichkeit sein, doch hüte dich davor, diese Herausforderung auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich kann das schon richtig einordnen, danke. Da mache ich dich doch als erstes fertig, ne? So, das sind die 4 Türen, ja? Ist sie da reingegangen? Flammensaal, sehr schön. Beginnen wir einfach mal mit ihr. Wenn die schon uns irgendwie dumm von der Seite anquatscht. Natürlich auch wieder wunderbar inszeniert. Von 3DS war da schon ein bisschen was möglich. Ui. 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 Steil. Heftige Sache. Ja, dann haben wir natürlich, er ist auch schon vorne, der gute Wummer. Gegen Feuer, na gut, die anderen sind nicht ganz aufgeschmissen. Florges sieht gegen die besser aus, als man meinen könnte. Nicht nur die Flammen an sich, auch dazwischen die Glut. Finde ich sehr schön gemacht hier. Die Heizkosten gehen durch die Decke. Willkommen im Flammensaal der Pokémon-Liga. Ich, Pachira, werde deine nächste Gegnerin sein. Und die hält sich kurz, finde ich gut.
Also ein bisschen mehr dürfen sie schon quatschen, finde ich jetzt, ne? Nicht das Ohr abkauen, manche sind da ganz extrem, aber Pachira, ja, bei dir geht's noch klar. Interessanter Soundtrack, ich kenne den nicht mehr. Vergessen. Halt nur damals gehört, finde ich cool. Ja, die Level gehen klar, oder? Der Level, natürlich sind wir jetzt, sag ich mal, guck mal, direkt 4 Level über dem. Aber der Champ wird wohl Pokémon haben, die in etwa unserem Level entsprechen oder sogar drüber liegen. Deswegen. Die Leute, die meinten, ich bin maßlos überlevelt, ich finde das gar nicht mal so hart. Wer da noch motzt wegen dem Levelunterschied, guck's dir halt nicht an. Ich fühle mich fast, als würde ich das zum ersten Mal erleben. Ich finde das sehr nice. So, auf Yahoo ist natürlich... Es ist natürlich jetzt auch ein bisschen, ne? Ich habe ja Wummer gut ausgerüstet, sagen wir mal so. Oder alle Pokémon liebevoll behandelt. Das ist ja auch so ein Resultat, warum ich gut dabei bin. Aber das kann schon sehr wehtun. Der Sturzflug von Fiaro, das könnte Wummer in die Pfanne hauen. Nicht ganz, aber... Er hat 2 der, ich glaube, insgesamt 5 Feuer-Pokémon schon mal auf die Bretter geschickt. Allerdings so viel eingesteckt, dass man das auch gutes Teamwork nennen kann von den anderen Kandidaten. Quirtle ist jetzt auch nicht der schnellste. Würde mich freuen, wenn ich den wegboosten könnte. Ja. Fiaro ist natürlich schnell. Vogel-Pokémon sind sowieso fixe Kollegen. 3 von 5 gehen auf Wummers Konto. Skelabra. Das ist natürlich auch ein sehr schönes Pokémon. Relativ mächtig, imposant, möchte man sagen. Spukball, das war's dann wohl. Mit Wummer. Aber good job, great work. Der ist auch Geist. Weswegen ich Unlicht. Ah, doch. So war das, Unlicht. Ich komme mit Knirscher an. Konfu-Strahl, eine böse Sache. Nur clever von ihm. Aber hält uns nicht auf. Sauber. Und da war es nur noch 1. Dein letztes Pokémon. Was? Oh. Hat die nur 4 gehabt? Okay. Mir recht. Der Herausforderer hat einen famosen Sieg über mich, Pachira, von den Top 4 errungen. So sieht's mal aus. Ich bin schwer beeindruckt. Sollte es dir gelingen, die Pokémon-Liga zu meistern, werde ich der ganzen Welt von dir und deinem Team erzählen. Du weißt schon, über den Hololog. Jetzt musst du nur noch 3 weitere Mitglieder der Top 4 besiegen, um den Champ herausfordern zu können. Nimm den Aufzug, um zurück in die Anfangshalle zu gelangen. Ich kann sie leiden. Sie labert nicht drumrum, nur das Wesentliche. Also... So, dann ist das eventuell Wasser. Würde ich einfach mal vermuten. Rüstungssaal, das ist Stahl. Ich würde jetzt erstmal Wasser machen. Irgendwie habe ich erst Bock. Draco-Saal, Alter. Diese Standardelemente. Schleusensaal. Ich denke auch schon, dass die Schleusen... Ja, es muss ja Wasser sein. Ob das jetzt so geil mit Fontänen umgesetzt ist? Denkbar. Denkbar. Na also! What? Alter! Damit machen wir weiter im nächsten Part, liebe Freunde der Nacht der modernen Unterhaltung. Ja, freut euch drauf, würde ich nur sagen. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben und mal sehen. Oh, ich denke schon, das geht ja so ratzefatze. Sollten wir keine Probleme bekommen, werden wir im nächsten Part ordentlich abräumen. Aber ich versuche mich zusammenzureißen.
Ich versuche auch mal besiegt zu werden oder so. Oder ein bisschen Probleme zu bekommen. Nein, versuche ich nicht. Nicht verpassen, Like da lassen. Bis dann und ciao.